Das hier ist der Maxi Beach Bungalow, das Maxi Beach House auf dem Campingplatz Camping Sassavio. Hier ist einmal die große Sonnenterrasse. Hier geht es direkt rein in den Wohnbereich mit kleinem Sofa, Esstisch. Hier vorne kommt die Küchenzeile. Mit allem, was man so braucht. 4 Kochfelder, Geschirr. Ein großer Kühlschrank und ein kleines Kühlfach hier oben. Hier ist noch eine Mikrowelle. Hier geht es in das erste Schlafzimmer mit Doppelbett, großem Kleiderschrank und Badezimmer mit Dusche, WC, Waschbecken, großem Spiegel. Hier ist ein Regal, eine kleine Garderobe. Der Schrank ist einmal mit Fächern oben und unten und in der Mitte eine Kleiderstange mit Kleiderbügeln. Bei den Fenstern ist ganz praktisch, dass hier ein Mückennetz direkt dabei ist. Da kann man auch nachts mal lüften und gleichzeitig Licht anlassen, ohne dass man von Mücken zerfressen wird. Hier kommt die Karte für die Klimaanlage rein. Die ist da oben. Sowohl wenn es zu warm ist, als auch wenn es zu kalt ist. Kann man auch Heizung anmachen. Nachts zum Beispiel, manchmal wird es etwas kalt. Überall sind Schiebetüren, das ist sehr praktisch, weil so keine offenen Türen im Weg rumstehen. Das ist sehr platzsparend, etwas laut, aber besser als weniger Platz. Hier ist das zweite Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und noch einem Hochklappbett. Das kann noch ausgezogen werden, da können hier sogar 3 Leute drin schlafen. Hier ist noch so ein kleines Regal. Hier ist auch der gleiche große Kleiderschrank wie in dem anderen Schlafzimmer. Und hier geht es ins zweite Badezimmer mit großer Dusche, auch Toilette und natürlich auch einem Spiegel und einem Waschbecken. Besonders schön ist natürlich die große Fensterfront. Hier hat man einen ganz tollen Ausblick auf die Terrasse. Die Fensterfront geht die komplette Küche entlang. Hier kann man auch noch alles aufmachen. Und hier könnte man auch noch die zweite Tür auch noch öffnen und hat so einen ganz tollen Ausblick nach draußen.